Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Coaching Revolution. Heute mit neuem Mikrofon, neuem Studio und einem neuen Andreas Baulich, der jetzt Wladimir Simonow heißt. Hallo, ich bin's, der Andi. Ich habe einen wunderbaren Gast mit dabei, und zwar für alle, die ihn noch nicht kennen. Ich glaube, du warst schon mal im Podcast, oder? Ich glaube schon zweimal, ja. Bist du heute reicher als letztes Mal? Ja. Auch deine Uhr ist teurer geworden. Das stimmt. Was hast du heute an? Ich habe heute eine AP an. AP, Royal Oak? Ganz genau. Sehr gut. Super toll. Wow, geil. Ja, Rolex ist ja nur für Anfänger, haben wir festgestellt, Markus. Patek Markus, wie ich dich immer gerne nenne. So, also heutiges Topic, worüber wollen wir sprechen? Hast du ein Thema mitgebracht? Ja, also eigentlich, ja wie immer, Dankeschön an dich, Markus, und an die, dass es mir immer besser geht. Ja. Muss doch mal gesagt werden. Das ist, war ich ganz überraschend, ich werde ganz rot. Ja, Markus wird ganz rot, wie so eine siegoldene Uhr. Auf jeden Fall, heute geht es darum, wir wollten mal darüber sprechen, dass die meisten Menschen nicht imstande sind, mit Rückschlägen umzugehen und deswegen einfach nur scheitern. Ja. Weil Rückschlag ist doch kein Scheitern per se, sondern ich glaube, nach jedem Rückschlag kann man wieder aufstehen. Mental oder unternehmerisch. Hattest du mal einen Rückschlag in letzter Zeit? Ja, so einige. Ein, zwei Rückschläge. Aber ist doch gar nicht so wichtig. Nein, Mann. Also, Rückschläge gibt es immer wieder. Und in den letzten Wochen, was gab es da für Rückschläge, was kann man da aufzählen? Ja, man führt immer wieder Beratungsgespräche und der Kunde kauft nicht. Ist schon mal ein Rückschlag. Mhm. Ja. So, kein Mensch auf dieser Welt hat wahrscheinlich eine 100% Abschlussquote, außer Markus. 110% Abschlussquote. Ja, ich habe sogar jemanden geclosed, da stand jemand daneben, dann hat er auch mitgekauft. Ja, also 200%. Hat man eine 200% Abschlussquote, wenn jemand mitclosed. So ein Kollateralschaden. Nebenbei. Genau, der wurde vom Super Saiyajin einfach mit weggefegt, einfach, ja. Genau, also der Markus, der Patek Markus ist der Einzige, der eine 200% Closing Rate hat auf der ganzen Welt. Kein sonstiger Mensch. Aber Markus ist ja auch eine Maschine, ja, das muss man dazu sagen. Ja, das muss man immer, wenn man hier im Podcast unterwegs ist, ja auch dazu sagen, ich bin eine Maschine, dementsprechend. Markus ist nicht mehr menschlich. Von daher, wir können uns ja mit gestern ihm Abend ist Abendessen. Ja, ich dachte, wir wollten später darüber sprechen. Weil wir sprechen ja jetzt über Rückschläge und dann sprechen wir darüber, wie man nicht scheitert. Lass uns über das Abendessen sprechen. Wenn wir gerade darüber sprechen, was für eine Maschine ich bin, erzähl mal, was gestern Abend passiert ist beim Abendessen. Ja, wir waren Abendessen, so wie jeden Tag ungefähr Madaccio. Und ich bin gerade in Koblenz übrigens, ja. Für alle, die es noch nicht wissen, über meinen Instagram-Account oder Instagram-Account von Markus. Oder Instagram-Account von Andy oder irgendwelche anderen Instagram-Accounts. Auf jeden Fall, ich befinde mich in Koblenz mit meinem Team. Wir lernen hier ein bisschen mehr von den Meistern. Und auf jeden Fall, gestern waren wir wie üblich Abendessen. Und was das Abendessen vielleicht ein bisschen unüblich gemacht hat, war, dass Markus und Andy nebenbei über 70.000 Euro verdient haben. Ja, das, und ich habe eine Wohnung gekauft. Und Markus hat eine Wohnung gekauft. Und das alles ist eigentlich ungefähr von einem normalen Menschenleben. Wenn du jetzt da draußen zuhörst und du bist jetzt ein normaler Angestellter, das ist ungefähr 2 bis 5 Jahre deines Lebens, sind gestern nebenbei beim Abendessen abgelaufen, ohne das Abendessen zu unterbrechen. Das muss man dazu sagen. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, wir haben irgendwie gegessen und dann haben wir fokussiert noch stundenlang an diesem Deal oder an diesen mehreren Deals gearbeitet, sondern Markus hat einfach zwischen Vorspeise und Nachspeise oder zwischen Steak und seiner Beilage, hat er mit Andreas gemeinsam, haben die über 70.000 Euro gemacht und Markus hat dann mit irgendjemandem durchdiskutiert und hat ihm gesagt, er kauft jetzt die Wohnung, er soll ihn jetzt mit den Einzelhandel in Ruhe lassen und ihn sein Abendessen weiter genießen lassen. Das war schon schön. Ja. Ich habe an diesem Tag gestern auch einen sehr guten Umsatz gemacht, fünfstellig. Und natürlich habe ich mir dann gedacht, 20.000, ne? Genau, gestern habe ich 20.000 Euro abgeschlossen.
Und da habe ich mir gedacht, okay, um mich zu demütigen, haben jetzt die Bauer die 72 gemacht, nebenbei beim Abendessen. Etwas, wofür ich wahrscheinlich 2 Tage oder 3 Tage arbeiten müsste, haben die an einem Abendessen gemacht. Und in der echten Welt umgerechnet, haben wir die Arbeits- oder Lebensleistung von Menschen von 3, 4 Jahren, sag ich mal so, an einem Tag gemacht. Naja, gut, wer bringt ja auch die Leistung? Natürlich. Also es ist ja nicht so, dass man das Geld geschenkt bekommt, sondern wir stiften ja dafür den Mehrwert. Das bedeutet, die Menschen, die bei Markus und Andreas irgendwas buchen, die erwarten sich ja im Endeffekt geschäftlichen Erfolg, mehr Umsatz, mehr Zeit, bessere Prozesse, bessere Mitarbeiter, die ich ja alle schon habe, diese Ergebnisse. Sonst wäre ich ja nicht hier wieder im Podcast. Markus interviewt ja niemanden, der nichts erreicht hat im Leben. Ja, also, auch wenn ich Ja, vor allen gestern, Dingen, weil du auch wenn ich unser gestern Kunde beim bist, ne? Essen gedemütigt wurde, ja, Was? meine gestrige Tagesleistung beim Essen zerberstet wurde, bin ich ja trotzdem wert, heute im Podcast aufzutauchen. Ja. Auf jeden Fall, genau, also das, wir erbringen ja auch die Leistung, das heißt, unsere Kunden bekommen ja einen Mehrwert, der ein Vielfaches davon, ja, an Mehrwert liefert, als das, was die Leute bei uns investieren. Und das versteht aber kein normaler Mensch, wenn man nur die, sag ich mal, die Beträge hört, ne? Ja, also ich verstehe auch nie so ganz, warum immer dieses normale Menschen, also ich find, ich bin auch normal, in meinem Kontext zumindest. Ja. Ja, Markus ist ja eine Maschine, also eine ganz normale Maschine, quasi. Also Du solltest da ein bisschen nicht so diese Trennung machen. ich meine, der Ich hab, normale ich höre da Mensch. irgendwie so ein Mindset-Problem raus, Ja, stimmt, ihr habt dass du da Mindset-Problem. irgendwie da dich besser fühlst. Kann das Nein, sein? nicht. Nö. Nee. Nö. Aber ich hab so Oder vergleichst du dich selber mit so früher? genau, Ja. ich vergleiche das Leben, was ich jetzt heute führe, mit dem Leben, mit den Persönlichkeiten, die ich vor 2, 3 Persönlichkeiten hatte. Okay. Ja. Und Was auch, meinst du da, ich stell mir was meinst du manchmal damit? vor, Was meinst du damit? ich stelle mir manchmal Persönlichkeit, die vor, du hattest. naja, Erzähl also, mal. naja, also zum Beispiel früher, wenn man einen ganz normalen Job hatte, also man geht in ein Büro, man macht irgendwelche Aufgaben, man macht irgendwo vielleicht eine Ausbildung, es gibt einen Chef, der einem sagt, was man tun soll. Am Ende des Tages geht man nach Hause, hat ein paar Aufgaben erledigt, war ein kleines Rädchen in einem großen Zahnradhaufen und am Ende des Monats kriegt man irgendwie vielleicht 2000 Euro netto oder sowas. Das ist so für mich so, wie normale Menschen leben, wie die meisten normalen Menschen da draußen ihren Tag verbringen. Die gehen ins Büro, gehen Das auf die hast du früher auch Baustelle. gemacht. Ganz genau. Und das kommt mir ja auch immer wieder ins Gedächtnis, weil um mich herum, meine Freunde, Verwandte, Bekannte, viele davon sind noch ganz normale Menschen und führen ein ganz normales Leben, wo sie sich zum Beispiel eine Immobilie in ihrem ganzen Leben kaufen. Ich war in meinem früheren Leben Versicherungsmakler, Finanzberater und meine Kunden haben einmal in ihrem Leben eine Immobilie gekauft, Ja. ein Haus oder eine Wohnung, haben dann 30, 40 Jahre lang das abbezahlt, waren dann in Rente und sind dann eines Tages gestorben. Das war ihr Leben. So. Die haben halt auf die 30, 40 Jahre eine ganz bestimmte Anzahl von Erfahrungen gemacht. Sagen wir 1000 Erfahrungen haben sie in ihrem ganzen Leben gemacht. Die sind irgendwie 100 Mal gescheitert, 100 Mal hatten die Erfolg, eine Wohnung oder eine Immobilie haben die gekauft, ein Kind haben die bekommen, wurden zweimal befördert, wurden einmal gefeuert, haben vielleicht irgendwie einen Umzug hinter sich, haben irgendwie 10 Events gehabt im Leben, wo sie auf Konzerten waren oder Oktoberfest oder sonstiges Ja. und haben in ihrem ganzen Leben 1000 Erfahrungen gemacht, ja. So, das ist so ein normales Menschenleben. Und das Leben, da spreche ich mit Markus häufig außerhalb vom Podcast darüber, in unseren intimen Sitzungen, die wir miteinander haben. Im Zirkel. In der Illuminati in der Villa Rothschild. In der Villa Rothschild, ja. Wo wir dann auch ab und zu mal unsere Rituale durchführen. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall habe ich mit Markus festgestellt, dass wir einfach ein viel intensiveres Leben führen als die normalen Menschen, weil wir all diese Erfahrungen, die normale Menschen haben, in viel kürzerer Zeit durchleben. Als Beispiel, wie schon gesagt, ne, normaler Mensch kauft einmal in seinem Leben eine Immobilie, vielleicht zwei.
So, Markus, wie viele Wohnungen hast du dieses Jahr schon gekauft? Also wenn der Notartermin gemacht worden ist, mit der jetzt sind es 8. Acht. Jedes Jahr. Aber ich weiß, dass der Notartermin stattfinden wird. Ich habe ja bei der Person schon mal gekauft. Ja. Shoutouts gehen raus an Volker. Volker, geiler Typ. Geiler Typ, ja. Auf jeden Fall 8 Wohnungen dieses Jahr. Ja. Wir haben hier Juni. Also Ja. jeden Monat mehr als eine Wohnung. Ja, stimmt. Wenn man Ja. das so drüber nachdenkt, habe ich gar nicht so betrachtet bis jetzt. Ja, normaler Mensch, keine Ahnung, kauft sich eine alle 40 Jahre. So. Oder das Thema Ich habe Kundenkontakte. auch Stress wie Natürlich. Leute in 40 Jahren. Ganz genau, An darauf wollte ich einem hinaus. Tag, an 2 Tagen Darauf wollte manchmal, ich hinaus, weil wir haben glaube auch ich. den hundertfachen oder 50-fachen Stresslevel wie normale Menschen, weil wir jeden Tag gezwungen sind, durch unser Unternehmen unternehmerische Entscheidungen zu treffen, mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit irgendwelchen Leuten, die einem irgendwas nichts Positives wollen im Ja. Endeffekt, ne? Ja, also man muss das auch so betrachten, ne? Wenn man Klar. siebenstellige Monatsumsätze macht, dann hat man ja auch sechsstellige Kosten, Genau, jeden man hat viel Monat, die höhere auf jeden Fall Kosten. anfallen. Ich habe gerade mit dem Geschäftspartner vorher WhatsApp geschrieben und ja, Markus hat mich gefragt, das ist ein gemeinsamer Bekannter von uns, ja, ob es ihm gut geht. Habe gesagt, ja und nein. Ja, nein, weil er muss jetzt diese Woche 360.000 Euro Steuern bezahlen ins Finanzamt. Ja, weil er hat ja genug verdient, damit 360.000 Euro Steuern angefallen sind. Ja. Also es ist immer so ein Ja und Nein. Und viele Leute zum Beispiel, ich habe ja das meinen Mitarbeitern ganz am Anfang gesagt, dass sie bei mir angefangen haben, ich werde mit Leuten telefonieren, die wollen nicht mehr Umsatz machen, nicht mehr Gewinn machen, weil dann müssen sie ja mehr Steuern bezahlen. Also ich Ja. kann mir schon vorstellen, also mir geht es ja auch so, wenn ich notwendige Ausgaben wie Steuern bezahle, da bin ich kurz schlecht drauf, weil ich sehe das ganze Geld. Ich stelle mir vor, was man damit hätte Schönes für mich kaufen Ich können. bin gar nicht schlecht drauf. Weil es ist Ja. für mich wie bei Monopoly, da gibt es auch gewisse Spielregeln, an Genau, die man sich ja. halten muss, und dann hält man sich einfach dran und dann Genau. braucht man sich auch nicht drüber zu Nee, also beschweren und so weiter und so fort. ich habe Weil das vielleicht falsch das Schöne an den ausgedrückt. Steuern in Deutschland ist ja, die Steuern in Deutschland, die haben ja alles finanziert, was du bisher gemacht hast, ja. Das stimmt. Schule, Straßen, Das stimmt. Aber grundsätzlich kann es, wenn man so eine höhere 5- oder 6-stellige Abbuchung sieht, kann es einem schon kurz Sind die noch fünfstellig bei dir, ja? manchmal. Kann es einem manchmal negativ aufstoßen, aber wie der Markus schon richtig sagt, es ist einfach die Steuer des Erfolges. Ja? Ihr kennt den Spruch, Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Tja, die Steuer ist die Steuer des Erfolges. Versteht nur jemand, der Erfolg hat. viel Geld Ja. verdient, auch mit seinem Geschäft. Ja, genau. Ja. Nee, aber zurück zum Was Thema. war denn dein Rückschlag jetzt? Wir haben eben über Rückschläge angefangen zu sprechen, dann sind wir kurz abgedriftet ins Abendessen. Naja, wir haben ja jeden Tag wahrscheinlich, also ich glaube, Markus, was du jeden Tag für Rückschläge hast, da würde ich wahrscheinlich anfangen zu heulen. Ja, so. Du? Ja. Was du für Rückschläge jeden Tag Ja? ertragen musst, jeder normale Mensch und sogar so ein unnormaler Mensch wie ich, würde anfangen zu heulen wahrscheinlich jeden Tag. So. Und die Rückschläge, die ich habe, da würde jeder normale Mensch auch anfangen zu heulen. Aber Markus ist schon in Staffel 7, Ja, das das ist die interessiert ihn beste nicht. Metapher. Die beste Metapher seit langem. Vielleicht erzählst du mal. Ja, wir sind, ich Muss ja die hatte, Situation nicht genau erklären, aber ja, sag mal, du hast einen ich hatte einen Rückschlag. Rückschlag, ja. Sagen wir mal, ein Kunde hat mich hintergangen und mich enttäuscht, ja. Und ich habe mich darüber aufgeregt, ich war da nicht so gut zu sprechen. Und der Markus ist ein bisschen so auf der Couch gelegen, hat ein bisschen gelangweilt geschaut, ist irgendwie mit einem Auge, glaube ich, eingenickt auch sogar. So, war irgendwie komplett teilnahmslos, ja. Und hat mich dann gefragt, warum ich mich so aufrege, warum ich das irgendwie scheiße finde. Also er wusste, warum ich das scheiße finde, aber er hat mich gefragt, warum ich mich da aufrege, warum mich das überhaupt tangiert. Und ist mir halt, habe ich halt nichts anderes gewusst, als Markus das zu erklären. Ich habe gesagt, Markus, ich bin halt in Staffel 1, ja, Von Game of von Game Thrones. of Thrones, ja. Ich bin gerade überrascht, dass, keine Ahnung, dass Ned Stark geköpft wurde. So, oh Scheiße, der Hauptdarsteller wurde geköpft. Oh nein, wie soll es mit der Serie weitergehen? Die arme Person, die gerade Game of Thrones angefangen hat und jetzt gerade von dir gespoilert wurde in unserem Ja Podcast. gut, die gibt es ja nicht. Ja.
Also ich glaube, das gehört zum Basiswissen, wie dieses Buch hier, ja, Wissen macht Umsatz, steht gerade auf dem Tisch. Das sollte ja jeder gelesen haben und Game of Thrones sollte ja jeder geschaut haben. Ja. Das heißt, wenn du hier den Podcast hörst, du hast ja ein bestimmtes Grundwissen. Ich muss dir auch nicht erklären, dass du reich wirst, wenn du Baulix buchst, das weißt du ja schon. Vielleicht hast du nicht gebucht, weil du keine Eier hast oder broke bist, aber das ist einfach Allgemeinwissen, was man hat. Ja? So. Und genau, Allgemeinwissen ist das. Und wir sind Staffel 8, ja. Wir haben schon Drachen geflogen. Genau, und Markus ist gerade Staffel 8. Der, ich habe auch ein, hängt auf der Couch ab. Ich habe auch ein goldenes Händchen wie Jamie Lannister. Ja, genau. Der Markus hat ein goldenes Händchen. Rosé-goldenes, um genau zu sein. Ich glaube, du hast schon dreimal die Uhr erwähnt, seit wir den Podcast gestartet haben. Als ob die was Besonderes wäre, aber dabei ist sie nichts Besonderes. Ja. Du hast jetzt die AP, wie fühlst du dich? Bist du jetzt ein besserer Mensch? Nein. Aber ich fühle mich besser. Ja. Ja. Bedeutet dir das noch sowas, so materialistische Sachen? Ich meine, du machst doch so 200.000, 250.000 Euro Monatsumsatz aktuell, ne, mit deinem Geschäft. Ich meine, da bleibt ja auch ordentlich was hängen. Ein bisschen was, ja. Ein bisschen was habe ich Einblick gehabt, tiefergehende Einblicke. Ja, Markus, wie hat dein Bankberater gesagt? Ja, das war auch spannend. Ich hatte Shoutout an Andi, meinen Bankberater. Der hört den Podcast, der schaut auch die YouTube-Videos, spannenderweise von den Baulix, ja. Also Andi, wenn du das siehst, geiler Typ. Der kam zu mir und hat gesagt, ja, also er hat mein Cashflow analysiert, also wie viel Geld so auf mein Konto eingeht. Und das ist ja alles sehr zufriedenstellend verlaufen die letzten Jahre und Monate. Ich so, ja, kann man so sagen. Und er hat gesagt, ja, ich habe eine Gesetzesmäßigkeit, ich habe eine Regelmäßigkeit entdeckt. Jedes Mal, wenn du mehr Geld an die Baulix überwiesen hast, desto mehr Geld ist auf dem Konto eingegangen. Ich so, ja, keine Ahnung, ja, kann sein. Ich habe da jetzt nicht so unbedingt die Einblicke, ich habe da nicht so tiefe Einblicke dazu gehabt. Und dann habe ich das Andreas Baulig geschrieben in WhatsApp, so im Sinne von, hey Andi, hier ist nochmal Trust von meinem Banker, ja, der hat legit meine ganzen Wirtschaftskanzlei analysiert und hat festgestellt, da gibt es eine Gesetzesmäßigkeit. Und Andi, statt mir zu gratulieren oder irgendwie sonst positives Feedback dazu zu geben, hat mir einfach per WhatsApp zurückgeschrieben, ach nö. So im Sinne von, war das selbstverständlich, belästige dich mit so einer Scheiße, so ungefähr. Ja, dann ist Staffel 8. Das ist Staffel 8 Shit. Ja. Und ich bin noch in Staffel 1. Ja, das ist so. Ja. Ja. Was würdest du jetzt jemandem raten, der in Staffel 1 ist? Oder du bist ja auch nicht mehr in Staffel 1, das ist ja auch ein bisschen übertrieben. Ja. Ich meine, du bist ja bestimmt auch schon Staffel 2. Staffel 2. Was ist in Staffel 2 passiert? Ich weiß nicht, ich glaube, hat da nicht irgendjemand dieses Gold über den Kopf geschüttet bekommen oder war es noch die 1? Keine Ahnung. Wir werden das recherchieren lassen durch Mitarbeiter, weil wir haben keine Zeit mehr für Game of Thrones gucken. Also ich nicht, Markus schon. Ich schon. Staffel 8 ist wieder so, dass du wieder gucken kannst. Ganz genau. Genau, Staffel 8 hast du. Wie würdest du denn, ich meine, wir sind ja unterwegs, wie würdest du das denn so beschreiben, wie ich gerade arbeite? Ja, also wieder für normale Menschen, Markus arbeitet gar nicht. Aber ihr seid hochproduktiv. Also nach normalen, sag ich mal, Maßstäben, wie Menschen Arbeit sehen oder definieren, arbeitet Markus nicht. Weil er ist eigentlich sehr selten bis nie im Büro. Wenn er hier im Büro ist, geht er eigentlich nur seine Runden durch das Büro und schaut einfach die Leute an und prüft, ob die auch das tun, was sie sollen. Ich habe immer das Gefühl, ich lenke sie eher ab als... Lenkt die Leute auch ab von der Arbeit, ja. Schlägt bei den Leuten ein und sagt, geiler Typ, ja. Wenn die was Gutes gemacht haben, wenn sie etwas nicht so gut gemacht haben, kriegen die einen Anschiss. Ganz normal. Aber die Rest der Zeit hängt am Handy rum und macht irgendwelche Deals, wie in so einem Film. Ja, die Immobilien, ja, die kaufe ich. So, aber was ist jetzt mit dem Coaching? Kaufst du das bei mir? So ungefähr ist ein Tag. Ja, ja, also ich habe das auch schon gehabt. Ich habe mich einfach mit jemandem getroffen zum Essen und dann habe ich ihn abgeschlossen, einfach so. Ja, weil... Also, war nicht mal intentional, sondern einfach so zufällig. Zufällig. Weil es geht. Ja, weil man's macht. Ja. Also, ich rede mit jemandem, verbringe Zeit mit dem, erzähle, was ich mache. Ja. Und dann kommen Käufersignale von selbst. Also... Ja. Wie kann man das machen?
Wie machst du das? Ja, wie kann es für mich funktionieren? Das war's. Ja, kurz mal für 3 Sekunden mein Gehirn benutzt. Ja, so und so und so und so. Und dann direkt Mind exploded. Auf Autopilot und dann hat er durch Zufall aus Versehen wieder 30, 40, 50.000 Euro abgeschlossen. Ja. Ist okay. Ja. Ich meine, wir haben auch günstigere Trainings, ne? Für Anfänger. Ja, Staffel 1 muss ja auch noch bedient werden. Aber Staffel 1 macht Markus natürlich nicht selber. Markus ist eher so Abstaffel. Doch. Nein, das ist nicht korrekt. Echt? Nee. Ja, das ist der Eindruck, der bei mir entstanden ist. Noch nie zu schade. Der bei mir entstanden ist, dass Markus ab Staffel 5 anfängt, tätig zu werden. Nee. Die letzten Tage zumindest. Echt? Ja, also die letzten Tage eines. Ich mache ja auch Live-Calls mit Kunden. Das stimmt. Das stimmt. Also Markus macht sehr viel Support über WhatsApp oder über die Trainings, die er dann live streamt. Also, und was jemandem auffällt, der mit Markus unterwegs ist, der Markus hängt halt wirklich sehr, sehr viel am Handy, aber es ist halt nicht irgendwie so, keine Ahnung, gelangweilt über Social Media streamen, was du ja auch machst ab und zu, so ein bisschen Gehirn ausschalten und Instagram ein bisschen hoch und runter swipen. Aber Markus ist immer mega fokussiert am Handy und trifft mega fokussiert sehr viele Geschäftsentscheidungen für sich, für seine Geschäftspartner, gibt sehr viele gute Ratschläge und lenkt eigentlich Umsätze in mehreren Millionenhöhe jeden Tag eigentlich so in richtige Bahnen, kann man sagen. Ja. Oder? Ja, ich würde das auch behaupten, ja. Ja. Ich mache wirklich alles übers Handy. Mein Laptop benutze ich praktisch nicht. Ich habe dich noch nie am Laptop sitzen sehen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Nein. Mache ich manchmal. 2 Wochen hier, ich habe Markus noch nie gesehen, außer mit dem Handy. Ja, ich drehe YouTube-Videos, ich drehe Podcasts, ich mache Musikvideos. Hier ein bisschen Rap, da ein bisschen Rap. Ja. Markus hat jetzt Double Time gelernt. Ja, ich habe Double Time gelernt. In einer halben Stunde ungefähr. Genau, Andreas hat zu mir gesagt, Markus, du darfst nur mit rappen, wenn du Double Time kannst. Der Double Time, Markus. Hat er gesagt, ich will das nicht hinkriegen. Hat er gesagt, hat du warst dabei. Er hat gesagt, der Markus kann das nicht. Du kannst das nicht, das ist schwer, hat er gesagt. Dann bin ich 20 Minuten ins Fitnessstudio, in den Fitnessstudio-Raum gegangen. Hab mir das Lied angehört die ganze Zeit und dann habe ich geübt. Dann kam ich nach 20 Minuten wieder und ich konnte es. Ja, da hat Andi relativ blöd aus der Wäsche geguckt. Ja, das heißt. Aber das ist auch Manager-Level, das ist auch Staffel 8. Wenn du etwas lernen möchtest, lernst du es einfach und machst es einfach. Execute es einfach, ja. Nicht irgendwie erst Gedanken machen, wie kriege ich das hin, wie mache ich das, was auch immer. Man macht es einfach. Also Leute, passt auf, da kommt noch eine Rap-Karriere auf mich zu. Ja, das habe ich jetzt verraten. Ich weiß nur noch nicht, welchen Stil ich wählen werde. Aber das kann man ja. Ja, Gangster-Rap mit Double Time. Na, vielleicht mal auch Schlager. Mit Double Time. Double Time Schlager. Ist geil. Da wird sich der Florian Silbereisen aber umschauen. Atemlos durch die Nacht. Und dann 8 Stunden Beat. Geil. Ja. Ja. Aber nochmal, ich glaube, dass Markus den ganzen Tag auch sehr viele Rückschläge erleidet, wo etwas nicht so läuft, wie er es geplant hat. Ich nehme das nicht mehr wahr als Rückschlag. Aber Markus ist vollkommen egal. Ich bin noch in Staffel, sagen wir, 2. Ja. Für mich sind Rückschläge immer noch valide, sag ich mal, Stimmungskiller, wo ich mich über etwas ärgere. Aber ich habe gelernt durch Staffel 0, als man nicht erfolgreich war, und Staffel 1, dass man die erste Folge gefeiert hat. Sag ich mal, Staffel 1 ist die erste Million Umsatz, kann man sagen. Ja. Manche Leute brauchen für die erste Million 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre. Manche Leute brauchen für die erste Million Tage pro Million, vielleicht 360 Tage, vielleicht 148 Tage, man weiß es nicht. Ich arbeite noch daran, dass wir sie an einem Tag machen. Ja, und übrigens, Markus hat ja vorher gesagt, wie viel Umsatz ich mache, so im Monat, das machen die im Tag teilweise. Das ist wirklich beeindruckend. Nicht immer, aber manchmal. Aber ja. Es ist schon stark. Ja. Weil als der Podcast angefangen hat, das ist eben das Spannende. Ich hab mir mal ein paar alte Folgen angehört, den alten Stuff mal wieder aufleben zu lassen. Quasi
Das erste Album. Back in the Past, ein bisschen in die Vergangenheit gereist. Ich habe eine Zeitreise gemacht zum Start des Podcasts ungefähr. Ich würde mal gerne wissen, ich glaube, früher war ich ein bisschen. Arroganter. weniger Umsatz und arroganter. Glaub schon. Ja. Weil ich mehr Ego hatte. Kann sein. Hatte ich auch früher mehr. Ich hatte früher mehr Ego, ja, das stimmt. Du hast ein bisschen in die Vergangenheit gereist und dann? Da habe ich festgestellt, irgendwann mal in den Folgen 10, 15, habe ich festgestellt, die Baulichs haben damals ja so viel Umsatz gemacht wie ich. Voll schwach eigentlich. Und jetzt machen die das am Tag. Ja. So. Und in einem Jahr oder in zwei Jahren werden wir sagen, boah, das war ja voll Opfer, was wir da gemacht haben. Hey, weißt du noch, diese Podcast-Folge im Studio damals, da hatten wir noch ein Studio. Ja. Da hatte Markus da hatten wir noch gar keine eigene Fernsehshow. Da hatte Markus nur eine Wohnung gekauft und keinen Block beim Abendessen. So, was waren das für scheiß Zeiten? Ja. Das sind halt solche Punkte und genau, Staffel 1, das kann man ja jetzt offiziell festlegen. Staffel 1 ist die erste Million Umsatz. Ja. So, sobald du nicht eine Million Umsatz gemacht hast in deinem Unternehmerleben, bist du Staffel 1. Ja. So, ab erster Million bist du in Staffel 2. So, in Staffel 2 passieren noch heftigere Sachen wie in Staffel 1. Mit einer größeren, sag ich mal, Intensität. Aber es kümmert dich immer weniger irgendwie. Ne? So, also ja, es ist einfach eine Gewohnheitssache. Ne? Man gewinnt ganz sich genau. Das heißt, früher Rückschläge haben mich teilweise wochenlang zurückgeworfen. Ich war wochenlang schlecht drauf. Und die Rückschläge werden teilweise härter, aber die interessieren mich vielleicht für ein paar Stunden oder maximal einen Tag, wo man schlecht drauf ist oder so. Ne? Und dann kann man wieder weitermachen und gut drauf sein. Und wenn man gut drauf ist, kann man besser verkaufen. Wenn man besser verkauft, hat man ein besseres Leben. Es hat auch damit zu tun, wenn man wirklich viel Umsatz macht und auch finanziell gut geht, dann merkst du, dass halt auch Geld nicht alles ist, ne? Ja. Logischerweise. Natürlich. Weil es macht keinen Unterschied, ob man jetzt 2 Millionen Euro im Monat umsetzt oder 1,8. Das macht jetzt für dich privat keinen Unterschied. Also es das macht für einen Privat, auch keinen großen Unterschied, ob man 100.000 im Monat macht oder 200.000. Das ist kein, also von der Gefühlswelt ist es kein großer Unterschied. Ich bin am Anfang vollkommen ausgerastet, als ich von 0 auf 100.000 Monatsumsatz skaliert bin in 10 Tagen. Da war ich vollkommen aus dem Häuschen. Und, das ist auch ein krasses Ergebnis gewesen. Ja, ich glaube, ja. Da war selbst das Coaching-Team wenig überrascht. Habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Und aber grundsätzlich, alles, was man einmal erreicht hat, das wird dann so eine Gewohnheit und man arbeitet daran, dass man es einfach stabil erreicht, stabil hält und immer weiter treibt. Und ich glaube, keine Ahnung, ich werde vielleicht wieder aus dem Häuschen sein, wenn ich auf 1 Million im Monat skaliere. Aber auch das wird jetzt, ist ja für dich jetzt Alltag, Markus. Ja, wäre ein schlechter Monat. Irgendwie. Ja, genau. Schlechter Monat. Aber der Markus Impact, ist wahrscheinlich schlecht drauf sogar, wenn er ja, nur 1 Million im Monat machen würde. Da wäre ich wirklich, da würde ich auf der Matte stehen. Ja. Aber es ist ja der Impact, der wird ja immer größer, ne? Also ich kriege ja jeden Tag kriege ich Nachrichten von Kunden. Ey, voll geil. Ja. Danke für das Video, danke für die Dingens. Hey, ich mache jetzt 30.000 im Monat. Hey, ich mache 100.000 im Monat. Ja, wir haben ja hier, wir verleihen ja goldene Handschläge hier an Kunden. Ja. Auch am Fließband mittlerweile. Ja. Da vorne, für sechsstellige Monatsumsätze. Ich meine, du hast den ersten bekommen damals, was 2018, als wir ihn eingeführt haben, oder? Nee, vor mir war, glaube ich, Matthias Lingerhoff. Ich glaube, Matthias Lingerhoff war vor mir, glaube ich. Ah, okay. Irgendwann war vor mir, glaube ich. Ja, wir haben sie eingeführt. Also es gab vorher schon das Ergebnis. Ja. Dann haben wir sie eingeführt. Dann warst du, glaube ich, einer der Ersten, der den gekriegt hat. Ja. Hast mir auch Schuhe mitgebracht. Ja. Habe ich Markus auch Schuhe mitgebracht. Ich wusste nicht, dass ich Markus Schuhe schulde, aber anscheinend war das schon damals. Hast du dich geärgert damals, dass du mir die schenken musstest? Nee, das war für mich einfach nur, ich habe nicht gewusst, dass es vereinbart ist oder ich habe nicht gewusst, dass es Brauch wäre. Ich habe die Videos nicht angeschaut. Das ist das Kleingedruckte. Bei manchen Kleingedruckten kriegst du eine Waschmaschine und hier musstest du Schuhe. Also es ist ja nicht mehr, macht ja nicht mehr jeder, der sechsstellig geht.
Ja, aber gestern hast du in der Schule bekommen. Aber gestern habe ich, ich freue mich immer wieder darüber. Ja. Also Shoutout an alle Leute, die in seinem Programm sind, sechsstelligen Monatsumsatz machen. Ich freue mich immer über Schuhe. Ja. Ja, immer wieder. Das bedeutet, jemand hat Millionenlevel erreicht. Weil, wenn jemand zu mir sagt, ey, geile Schuhe, dann sage ich, die habe ich bekommen von zum Beispiel gestern Sven Waller. Ja. Einfach ein geiler Typ, hat er mir geschenkt, weil er das Ergebnis erreicht hat. Ja. Da kann man stolz drauf sein. Hat was ganz anderes. Und mittlerweile liegen da vorne im Büro, habe ich vorher gesehen, im Konferenzraum, die, die neuen Awards. Die sind geil, oder? Oh, vielleicht darf ich das noch gar nicht verraten. Vielleicht kriege ich gleich eine WhatsApp von Andreas Baulig, dass ich nicht darüber sprechen darf. Aber die liegen vorne, ich kann euch später ein Foto schicken. Schreibt mir eine Nachricht, ich schicke ein Foto davon. Ja. Da liegen die Awards für 250.000 Monatsumsatz, habe ich auch schon erreicht gehabt. Und da liegen die Awards für 500.000 Monatsumsatz, habe ich noch nicht erreicht, aber bald. Und der 500er sieht fett aus, ne? Auch der 250er, aber ich finde den 500er, der ist richtig geil. Der 500er, also das habt ihr, sowas habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen. Ich glaube, allein vom handwerklichen Können hier ist er mindestens 500.000 Euro wert. Auf jeden Fall. Ja. Markus verrät natürlich nicht die Produktionskosten, aber mehrere 100.000 Euro werden es auf jeden Fall gewesen sein. Ja. Ja, nicht ganz, aber ist schon geil. Ist schon echt geil. Ja, und wie gesagt, da gibt es auch keinen Neid unter uns Unternehmern, sondern wir feiern das. Markus feiert das, weil er dazu beigetragen hat. Ich feiere das, weil ich weiß, die Jungs, die das gemacht haben, die mussten sich auch auf dem Level Staffel für Staffel die Rückschläge abholen, die dazu notwendig waren, das zu erreichen. Und wie der Markus schon sagt, mit der Zeit stumpft man einfach ab, weil irgendwann hat man einfach alles erlebt. Man hat einfach so ein Menschenleben Erfahrungen, hat man vielleicht in einem Monat vielleicht drin. Ja? Ich spreche auch häufig mit meinen Mitarbeitern und frage die, hey, weißt du eigentlich, wie lange du dabei bist? Ja, so, die sagen so, ja, so 2 Monate, 3 Monate. Ja, hier ein Mitarbeiter von mir, seit wann bist du dabei, Fabi? Seit Februar ist der Fabi dabei. Ne? So. Fabi, wie viele Jahre kommt es dir vor, dass du hier dabei bist? Fühlt sich an wie 3 Jahre. Ne? So. weil wir einfach viel intensiveres Geschäft, viel intensiveres Leben haben. Und wir sind ein Startup und Baulig ist eigentlich auch noch ein Startup. Ich kann mich nicht mal mehr richtig daran erinnern, wie es im ersten Office gewesen ist. Ja, Staffel 1 oder Staffel 0 verschwimmt in den Nebeln der Vergangenheit. Ja. Ja. Es ist so viel passiert. Es ist weil so das menschliche Gehirn kann auch nicht mehr verarbeiten. Wenn du halt viel unterwegs bist, ist es halt genau wie du sagst. Normalerweise, vorher war es so, du bist so einmal im Jahr in Urlaub gereist. So. Jetzt kommt dazu, dass ich immer nur auf Sylt war. Sylt ist einmal im Jahr. Und meine Eltern irgendwie 13 Mal mich mit nach Sylt genommen haben. Ja. Schau da dann meine Eltern. Ja, warum? Warum auch etwas ändert, was perfekt ist? Einmal ganz klassischer ESTJ, Myers-Briggs-Type, mein Vater. Sehr geil. Einmal was gefunden, was funktioniert und dann einfach immer wieder machen. Sylt. Einfach Sylt. 13 Jahre hinterlandet. Ja. Immer die gleiche Uhrzeit. Ja, immer das gleiche Datum. Und dann, bin ich einmal geflogen, war ich auf Hawaii. Nach dem Abi, 2014, also vor 6 Jahren. Ja, und dann das nächste Mal bin ich geflogen, 2018 im September. Und das war nach Dubai, Raoul besuchen. Und dann die Woche drauf spontan nach Polen, Warschau. Martha kommt ja aus Warschau, also Andreas' Freundin, ihren Geburtstag da feiern. Und da bin ich jedes Wochenende irgendwo hingeflogen eigentlich. Fast jedes Wochenende. Du warst ja bei jeder Vertriebsoffensive von dir, glaube ich, dabei, ne? Ja, fast jede. Ich glaube, 2 habe ich ausgelassen seitdem. Ja. Auch sonstige Events. Ja. Immer, auch immer. Ist verrückt. Weißt du, wenn du so viel unterwegs bist, ich weiß manchmal nicht mehr, was ich vorgestern gemacht habe. Einmal habe ich mit Andreas Klar, auch Shoutout an Andreas Klar, auch ein geiler Typ, die einen Call gehabt und dann habe ich gesagt, ja, wollten wir was fix machen. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann morgen vorbeikommen. Er wohnt halt auf Mallorca. Ja. Dann habe ich freitagsabends ein Flugticket gebucht für morgens, nächsten Tag. Bin ich nach Mallorca geflogen. Hab dann mit ihm gechillt und dann sind wir ein bisschen Quad fahren gegangen. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen sonntags. Ja.
Ich hatte auch eine Zeit, wo ich intensiv sehr viel unterwegs war für so eine Roadshow. Und man weiß gar nicht am Abend teilweise, in welchem Hotel, in welchem Stock man sein Zimmer hat. Das war verrückt. Ich weiß auch gar nicht, welcher Flughafen in Deutschland wie aussieht, Ja. aber ich war an sehr, sehr vielen jetzt. Ja. Aber ich weiß nicht, wie welcher aussieht. Nur in Berlin weiß ich, Ja, der ist so der hässlich, Kleine. den kann ich mir merken. Das ist so groß wie mein Wohnzimmer circa. Ja, Kann genau. dir vorstellen, wie groß mein Wohnzimmer ist. Ja. Es ist halt schon, also, wenn du schnell wachsen willst, ne, Ja. dann musst du halt, es geht nicht anders. Wenn du schnell wachsen willst, musst du viel Erfahrung reinpressen in eine kurze Zeit. Ja. Aber wir machen es ja sehr leicht für unsere Kunden, weil sie kriegen ja unsere Erfahrung Ganz genau. direkt mit. Ja, Das ist auch das Tausende. Spannende. Jeder, der hier zuhört und er denkt, Markus, keine Ahnung, mit seinen 19 Jahren oder wie alt er ist, ja. Was kann der schon wissen mit seinen drei Haaren am Sack? Ja, der Markus hat vielleicht 30 Jahre mehr Geschäftserfahrung als du, weil die letzten 20 Jahre hast du einfach einen Scheiß gemacht und der Markus in 6 Jahren einfach das Hundertfache an Erfahrungen, an Ja, Verkaufsgesprächen, Mitarbeiter. Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter feuern, neue Mitarbeiter, Systeme, Prozesse, alles drum und dran. Er hat wahrscheinlich schon, wenn du jetzt hier zuhörst, du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Markus ist einfach erfolgreicher. Also er hat einfach in der kürzeren Zeit deutlich mehr gemacht als du. Und ich habe ja die Gabe oder das Glück, schon ein bisschen älter zu sein, ein bisschen älter auszuschauen. Ja, seit die Leute nehmen mir ab, dass ich viele Lebenserfahrungen habe und die weiterbringen kann als Coach. So, aber die Wahrheit ist, die meisten meiner Lebenserfahrungen, die meisten meiner geschäftlichen Erfahrungen, die meisten, was mich jetzt weitergebracht hat und wo ich meinen Kunden jetzt damit helfe, die meisten dieser Erfahrungen habe ich in den letzten 2 Jahren gesammelt. Das heißt, alle Erfahrungen, ich bin ja 15 Jahre selbstständig, 13 Jahre davon habe ich zwar viele Erfahrungen gesammelt und gewusst, was funktioniert, was nicht funktioniert, aber es war immer wie so ein Schneckentempo. Also ich bin wie so eine Schnecke von A nach B nach C und das war alles Staffel, 13 Jahre lang Staffel 1 im Endeffekt, ne? So. Und dann ging Staffel 2, Staffel 3, ja, ging jetzt los in wenigen Monaten. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit führt man mega viele Beratungsgespräche. Mega viele Erfahrungen sammelt man mit Kunden. Mega viele Kunden setzen das um, was du ihnen sagst. Mega viele Kunden sammeln Erfahrungen, berichten dir von Fehlern. Du überlegst mit ihnen Lösungen für diese ganzen Fehler. Du überlegst dir Lösungen für irgendwelche anderen Aufgaben. Zum Beispiel, keine Ahnung, Markus hat ja jetzt mit Andy ein neues Training entwickelt, das Geschäftsführertraining, was richtig geil ist. Also, das habe ich auch hier gebucht. Also, wie er Geschäftsführer ist und nicht unbedingt Coach, Dienstleister, Experte, was auch immer. Der vielleicht Handwerker ist oder Produktionsbetrieb hat, Maschinenbau, Ingenieurbüro von mir aus, Anwalt, Immobilien. Steuerberater, Immobilienmakler. Die sollten jetzt genau zuhören, weil aus den ganzen Erfahrungen, die Markus und Andi hier gesammelt haben während des Unternehmensaufbaus, haben die ein Programm gebaut, mit dem man in jeder Branche so circa, in jedem Unternehmen Gesetzmäßigkeiten einführen kann, mit denen man einfach schneller wächst und sein Unternehmen besser strukturiert. Und natürlich ist es für mich ja einfach, weil ich habe ja hier vorgelebt bekommen, wie das funktioniert. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du bist ein Handwerker, so, keine Ahnung, Gartenbauer oder was auch immer, von mir aus ein Sanitärinstallateur oder du bist irgendwie ein Ingenieur mit einem Ingenieurbüro, du bist irgendwie ein Anwalt oder Immobilienmakler, Steuerberater, Notar von mir aus, ja. Mit diesen Gesetzmäßigkeiten, Grundsätzen zum Thema Mitarbeiter, Prozesse, Systeme kannst du dein Unternehmen einfach als Geschäftsführer viel geiler führen. Und um diese Erfahrung zu sammeln, mussten halt Andi und Markus halt mega viele auch negative Erfahrungen sammeln, mega viele Rückschläge und daraus Systematiken und Punkte ableiten, die mir jetzt dabei helfen, weniger Fehler oder sogar gar keine Fehler zu machen oder die Fehler, die ich mache, mir dafür eine Schelle von Markus oder von Andi zu kassieren. Ja, haben die doch so gleich gesagt, dass es scheiße ist. So, ja, okay, gut, Dankeschön. Ja. Ich musste wohl auch meine eigenen Erfahrungen vielleicht machen. Ja. So, aber manchmal geht es halt nicht anders. Ja. Und zum Glück kann man auf seine Mentoren vertrauen, denen häufiger zuhören. Häufiger das umsetzen, was sie sagen, und hat häufiger Erfolg und weniger Rückschläge. Ja, So. geil. Mega. Aber das ist im Endeffekt, warum man
jemanden sich holen sollte, der in dem Bereich aber mehr Erfahrung hat, ne? Weil, keine Ahnung, du hast nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und du hast nur eine begrenzte Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Also warum nicht auf jemanden zurückgreifen, der schon die Erfahrungen tausendfach erlebt hat, auch wenn er vielleicht jünger ist oder, keine Ahnung, kein Bart Das, hat. das mit dem kein Bart, das muss jetzt noch rein in die Folge, ne? Natürlich. Und noch ein wichtiger Punkt, du musst weder Andreas noch mich mögen. Ja, ich habe Andi und Markus gehasst, als ich gebucht habe. Ja, du musst Weil sie es nicht waren ja mehr mögen. früher, haben ja früher weniger Umsatz gemacht und waren arroganter. Das war Ja, aber eben schon, haben wir eben schon festgehalten. Die Stelle, die schneidest du dir jetzt raus und machst dieses Bild da draußen, wo du immer diese Audiospur hast, ja, weißt mit du? der Audiospur. Mit der Audiospur, was in deinem Büro auch manchmal gehangen Ja, hat. ja. Ja, hängst du dir jetzt erstmal auf daheim im Genau. Wohnzimmer. My voice print. Genau. Ja, genau. Nice. Ja, aber ich Ja, musste ja geil. auch mein Ego töten, habe ich schon in allen YouTube-Videos und allen Podcast-Folgen gesagt, die ich hier war. Ich musste auch mein Ego begraben, zu großen Teilen, damit ich hier erfolgreich werden konnte. Und weißt du, Und das ist einfach wie ein System. Es ist einfach, du sehr, also, es ist einfach, also, darauf kann man ja auch eingehen, ne? Vielleicht siehst du es als Rückschlag, irgendwo ein Coaching buchen zu müssen, weil du selber nicht weiterkommst. Aber es ist eigentlich richtig dumm, dieser Glaubenssatz, weil, keine Ahnung, du fühlst dich ja auch nicht in deinem Ego angegriffen, wenn du in den Baumarkt gehst und die Werkzeug kaufst und mit diesem passenden Werkzeug dein Projekt zu Ende baust. Weil das Coaching ist nicht mehr wie ein Werkzeug und du brauchst 0,0 Ego, um ein Werkzeug einzusetzen. So, und das ist hier nichts anderes, du kaufst dir einfach hier einen Schraubenschlüssel für die Schraube, die du lösen Ich würde musst. schon eher sagen, dass ich der Hammer bin. Ja, du kaufst dir einen Hammer für den Nagel, den du in die Wand hauen musst, ja. Und das ist einfach ein stumpfes Werkzeug. Stumpf passt ja auch sehr gut zu dem, wie Markus manchmal ist. So, du kaufst dir ein stumpfes Werkzeug und es hat 0,0 mit Ego zu tun, sondern du kaufst dir einfach ein Werkzeug und setzt dir das Werkzeug ein, um den Nagel, zum Beispiel ein Business, in die Wand zu hauen. Und in die Wand meine ich Staffel 2. Zum Beispiel die erste Million Umsatz zu machen Ja. und weiterzukommen im Endeffekt. Ne? Nice. So. Und von daher, ja, aus Erfahrung lernt man. Lerne von Menschen, die ganz viele Erfahrungen gemacht haben, die ganz viele Rückschläge schon erlitten haben, die du vielleicht nicht erleiden musst, wenn du hier die richtigen Schritte machst. Und kauf dir einfach, sei halt nicht so dumm, dass du. Also, nochmal, was ist die Alternative? Du behältst dein sogenanntes Ego und versuchst mit der flachen Hand einen Nagel in die Wand zu hauen. Das ist doch dumm. Das tut weh, das macht keinen Sinn, das ist nicht effizient. Ja? Es ist viel besser, sich einen Hammer zu kaufen, das zu tun. Ja, sehr geil. Mega geile Folge. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Nice Worte auch jetzt zum Schluss. Was war nochmal das Thema? Was war nochmal das Thema? Rückschläge. Ja, ihr habt jetzt viel über Rückschläge gehört, viel über unser Abendessen, viel über Game of Thrones. Ich hoffe, der eine oder andere konnte da was mitnehmen. Und falls du Interesse hast zu lernen, wie du mehr Umsatz machen kannst mit deinem Geschäft oder mit deinem Business, egal wo du gerade stehst, ob du am Anfang bist, ich meine, als du zu uns gekommen bist, Ja, ich war es auch hatte. noch relativ, also dir Genau. ging es jetzt nicht schlecht, aber. Nee, ich hatte so 10.000 bis 12.000 monatlich über digitale Infoprodukte, die ich an meine Zielgruppe verkauft habe. Digitale Infoprodukte? Digitale Infoprodukte. Das gibt's doch. Nein, heute nicht. Die sind alle tot, ja, zu Recht. Funktionieren auch nicht. Ich glaube, Andreas und ich haben sie einfach beerdigt. Ja. Andreas und Markus haben das Game gechanged. Ja, disrupted. Disrupt. Disrupted. Wir werden noch mehr disrupten. Wir haben Pläne für 2020, 2021. Die sind so krass. Wenn Ja. ihr in meinen Kopf reinschauen könntet. Ich würde das nicht überleben, in seinen Kopf reinzuschauen. Also, wenn du lernen willst, wie du mehr Umsatz machen kannst mit deinem Geschäft, geh jetzt auf www.andreasbaulig.de/termin, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wladimir hat sein Ego überwunden. Wenn er das konnte, dann kannst du das mit Sicherheit auch. Also, www.andreasbaulig.de/termin. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Die Coaching-Revolution. Danke, dass du dabei gewesen bist, Vladi. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja, mein Name ist Nicola Sacherer, das ist der Stefan Permoser, mein Geschäftspartner. Genau, also ich sage mal ein bisschen was zu dem, was ich mitgenommen habe.
Grundsätzlich einfach das Business Mindset. Also davor war für mich Business eigentlich ein großes Fragezeichen in vielen Aspekten. Es war keine Struktur da, es war unklar, wie man gewisse Ziele eigentlich erreicht. Und was wir vor allem hier mitgenommen haben, ist, dass Business eigentlich einfach nur einer Struktur folgt und ja, nicht kein Hexenwerk, ja, und eben kein großes Fragezeichen, sondern einfach nur ein Schritt für Schritt Plan durchgeführt werden muss, um Ergebnisse zu erzielen. Und der wird eben skaliert, wenn man eben mehr verdienen möchte. Und das heißt, es ist kein Zufall mehr. Es ist einfach nur, es folgt einer Struktur, du musst gewisse Bedingungen erfüllen. Und wenn du die erfüllst, dann wirst du erfolgreich. Genau, also eigentlich anschließend zu dem Thema an sich einfach Systematisierung. Das ist eigentlich so einer der allergrößten Punkte, weil ein Business, was erfolgreich ist, vor allem langfristig erfolgreich ist, hat halt einfach Systeme. So, also sei es der Vertriebsprozess, sei es das Marketing. Es hat einfach immer diese bestimmten Prozesse, die einfach durchgegangen werden. Und ja, das hat man halt mittlerweile verstanden und demnach kann man halt jetzt auch einfach immer schneller wachsen, was halt ja voll, sag ich mal, nicht in Proportion ist zu dem, was andere, sag ich mal, Marktteilnehmer so hinlegen. Man darf nicht unterschätzen, dass Bauli Consulting ja ein achtstelliges Unternehmen ist und wenige Unternehmen in Deutschland sind auf diesem Level. Und diesen persönlichen Bezug zu haben mit Leuten, die das aufgebaut haben von Grund auf, das ist halt einmalig, würde ich mal behaupten, außer du hast einen persönlichen Mentor. Und da halt sogar aus derselben Branche und so weiter, ist einfach genial.